Ja, zu meinem Rücktritt bei der DIVAG, also beim Aufsichtsrat, da haben verschiedene Gründe dazu geführt. Und zwar das eine Thema ist sicher die Wirtschaftlichkeit der Projekte, die für mich fragwürdig ist und die einfach nicht ausreichend geprüft ist. Ich habe versucht, einen Antrag schriftlich einzubringen, vor einem Jahr schon, eine externe Wirtschaftlichkeitsprüfung über die Großprojekte machen zu lassen. Das ist leider gescheitert. Und kann aber nach wie vor eigentlich nicht nachvollziehen, wie wirtschaftlich diese Projekte wirklich sind. Hingegen ist der politische Druck und die Unterstützung für diese Projekte sehr hoch, obwohl diese Zahlen nicht wirklich aktuell vorliegen. Das ist ein großes Problem für mich. Das zweite sind die ganzen Umweltgeschichten, das heißt, die Frage, wie viele Umweltauswirkungen diese Projekte wirklich haben und wie werden sie geprüft. Es gibt Verfahren, die abgehalten werden müssten, die auch eben eine gewisse Garantie für mich wären, damit dass die DIVAG Projekte umsetzt, die eben ökologisch irgendwo vertretbar sind oder auch Sinn machen. Diese Verfahren werden nach meiner Einschätzung heute nicht ganz so durchgeführt, wie ich sie gerne hätte. Und zwar vor allem deshalb, weil es immer möglich ist, ein öffentliches Interesse über solche Projekte zu stülpen. Das ist geschehen bei Dumpenhabichen. Da sind eigentlich die ganzen Gutachten und die ganzen Stellungnahmen zu den verschiedenen Bereichen im Naturschutzverfahren nicht sehr positiv gewesen, inklusive der Wirtschaftlichkeit. Und trotzdem hat es am Schluss dazu geführt, dass die Regierung einfach ein übergeordnetes öffentliches Interesse darüber gestülpt hat und gesagt hat, dieses Projekt kann gebaut werden aus naturschutzrechtlicher Sicht. Der dritte Punkt ist eigentlich der, dass ich denke, die Aufsichtsräte übernehmen eine Verantwortung, die über das hinausgeht, wie sie die Entscheidungen beeinflussen können, die innerhalb der DIVAG gefällt werden. Also das heißt, ich hafte mit meinem Privatvermögen für etwas, was ich sehr oft gar nicht beeinflussen konnte und was ich sehr oft auch nicht mittragen möchte und auch nicht mittrage. Und das sind so im Großen und Ganzen die Gründe, warum ich gesagt habe, nein, das entspricht nicht meinen Vorstellungen, Aufsichtsrätin zu sein in einem Unternehmen, das Landeseigentum ist, also der Gesamtbevölkerung von Tirol gehört. Und habe deshalb meinen Rücktritt dann eben bekannt gegeben.